Hier ist Andrea aus Hernani. Heute habe ich einen Gast und zwar ist das Elsa. Elsa hat wohnt in Österreich und Ja. ist jetzt zurück in den Ferien und besucht ihre Familie hier. Und sie erklärt uns jetzt, wir stehen gerade auf ihrem Land. Sie erklärt uns jetzt, was sie auf diesem Land macht und vor allem auch, wie sie ihren Verwandten hier geholfen hat, die vom Sturm Jolanda getroffen wurden. Ja. Elsa, was zeig mal. Zeig mal dein Land und Okay. was baust du hier an? Das ist meine Land, es ist nicht so groß, es ist so kleine. Und meine Verwandten, Die bauen jetzt auch ihr Haus, ne? die bauen da kleine Haus und Wo haben die vorher gewohnt? Haben die alles verloren? hast alles verloren. Ja. Was sagen denn dort? Die Platz. Das ist Beim Barangay 3. Barangay 3. Ja, also das ist ein Also, kleiner Dorfteil, ein Barangay. ja. Und die Leute hat keine eigentlich Land und dann die sind eigentlich arm. Und Und du gibst ihnen eigentlich das Land? ich gebe mal so, wo kann die Leute machen, der Ja, Haus, ne? also sie haben das nicht gekauft, sondern du lässt Na, sie einfach da ihr das ist, Haus habe, bauen, ne? ja, das ist geborgen und aber ist okay, kein Problem. Ja. Ja. Und dann sehen wir hier noch ein So, Feld. Was ist das genau? das ist Süßkartoffel. Süßkartoffel? Ja, die sind Süßkartoffel. Das dauert da 4 Monate. 4 Monate und dann sind sie Ja. reif. Ja, die sind reif und ist eigentlich fertig. Kann man dann essen, dann kochen und so. Und du hast Und gesagt, diese Blätter kann man so wie Spinat, kann man auch kochen, kann man auch essen, ne? ja. Mit Kokosnussaft oder kann auch mit Wasser kochen, ganz normal. Na so. Genau. Super. Vielen Dank, dass du uns berichtet hast. Bitte.